Ja, moin. Ich bin heute das erste Mal in 2022 zum Steinhuder Meer gefahren. Der Bulli ist leider kaputt. Von daher bin ich mit dem kleinen Mini unterwegs. Ich habe den 14er Pivot Tube Kite dabei und nur eine 12er Matte, Speed 5, mein Twin Tip und das Directional Board. Und mal gucken, ich hoffe, dass das reicht. Hier ist halt recht windgeschützt und ist wohl auch noch nicht so windig. 10 bis 14 Knoten nachmittags sind gemeldet. Ich werde jetzt mal rübergehen, Spotcheck machen. Nehmt euch dabei mit. Ist ja auch ein ganz netter Weg und dann schauen wir mal, was da schon los ist. Hier habe ich an einem Mittwoch mit etwas Glück den allerbesten Parkplatz in der ersten Reihe erwischt. Und ja, entschuldigt bitte die total verwackelten Aufnahmen mit dem Handy. Das ist ein bisschen schade. Moin, Mizi. So, jetzt hier der kurze Weg vom Strandhotel rüber zum Surf- und Kite-Strand. Durch so ein kleines Schutzgebiet finde ich immer ganz besonders schön zu gehen. Scheint noch ziemliche Flaute zu sein. Und gleich da unten am Strand sieht man schon, dass im Vergleich zu anderen Tagen heute so gut wie nichts hier los ist. Das heißt, Platz zum Kiteaufbau ist heute mehr als genug da. Aber wie schon vorhin auf dem Parkplatz erahnt, ist momentan gerade doch deutlich weniger Wind als eigentlich erwartet. Ja, das kann natürlich passieren, dass gerade beim Spotcheck der Wind einbricht und man sich dann vielleicht für einen zu großen Kite entscheidet. Also ich schaue mir die Gegebenheiten vor Ort schon gerne vorher auch an, aber dann verlasse ich mich doch meist mehr auf die Windvorhersage von verschiedenen Windmodellen und auch von verschiedenen Apps wie Windfinder, Windguru, Windy oder eventuell auch sogar noch Wetter Online dann. Da hier heute am Strand sehr viel Platz ist, habe ich mich dann für den 12er Softkite Speed 5 entschieden. Habe ihn da auch schon ausgelegt, ein klein bisschen vorgefüllt und mein größeres Board, das Directional Board, schon parat gelegt. So, jetzt habe ich vor, hier den Kite langsam hochzuziehen und ihr seht jetzt, dass es mir diesmal leider nicht gut geglückt ist. Er ist umgefallen auf die Fronttube und ich musste nochmal an den Strand und die neu auslegen. Ich wollte das jetzt nicht rausschneiden. Ja, ich möchte euch auch gerne zeigen, dass auch bei mir nach ein paar Jahren Kiten und Umgang mit den Softkites auch noch immer sowas passiert und nicht alles immer gleich auf Anhieb klappt. Da bin ich jetzt aber schon wieder im Wasser und mache jetzt gerade den zweiten Startversuch und schauen wir mal, ob es diesmal besser klappt. Ja, da flattert ganz schön der Sand dann noch vom Kite und ich war mir auch nicht so ganz sicher, ob das jetzt so der Top-Start ist. Wahrscheinlich nicht. Hatte sich auch noch nicht komplett gefüllt. Ich ziehe dann nochmal voll die Steuerleine durch, aber dann ja, hat es dann doch gut geklappt beim zweiten Mal. Dann zurück zum Strand, um das Board zu holen und um mein Glück zu versuchen. So, jetzt viel Spaß mit den Bildern und mit der Musik von The Unknown Stuntman.
Hier seht ihr gerade, wie ich mal wieder ins Wasser gefallen bin, wie an dem Tag ziemlich oft. Denn wie fast immer ist es am Steinhuder Meer sehr böig und ich hatte ja auch ganz schön Probleme da, das richtige Power Setup mit meinem Kite zu finden. Am Anfang hat man es gesehen, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, da habe ich ziemlich auch mit dem Adjuster rumgespielt, habe dann teilweise zu Beginn depowert, weil es mich dann doch öfter mal nach vorne vom Board gerissen hat. Habe ich den mit dem Depower Adjuster Power weggenommen und dann war es aber so, dass teilweise die Böen durch waren, zu wenig Wind war und ich Mühe hatte, den Kite oben zu halten. Also war ja eine recht schwierige Session, aber ich war doch happy und schaue da gerade auf die Uhr. Und mache mich jetzt auch mit einer Halse nochmal, die ich da jetzt gleich versuche, auf dem Rückweg für eine Pause. Und dann werde ich mich ein bisschen stärken und wahrscheinlich noch eine zweite Session machen. So, schaut mal, da lenke ich den Kite jetzt um und fahre die Halse jetzt ein kleines Stück Downwind. Und da habe ich gerade kein Druck mehr im Kite und dann falle ich hinten runter. Der Kite kriegt auch ein bisschen Backstall. Ja, dann muss ich die Bar wieder nach vorne drücken und dann geht wieder vernünftig Wind in Kite. Ich kriege Druck und kann auch gleich weiterfahren. Ja, ich denke nachher, wenn ich ein bisschen übe, dann will ich die Halse natürlich auch mit dem Looping fahren, wie ich das an Land auch schon ganz gut kann. Aber mit einem größeren Kite ist das dann doch ein bisschen schwieriger. So, da liegt der Kite schon am Strand und ich habe mal wieder vergessen, die Landung zu filmen. Da beschwere ich ihn gerade noch ein bisschen, weil es ja so böig ist. Aber die Landung hat auch gut geklappt, dann, denn ich musste halt nicht auslösen und ihn auch nicht alleine landen. Mir hat jemand den Softkite angenommen und somit war das ganz easy. Und hier sehen wir jetzt einen deutlich neueren Softkite liegen, den wunderschönen Fly Surfer Sonic 3 von einem anderen Kiter. Und ich durfte den Start filmen. Und man sieht, wie schön das Ganze auch klappen kann. Ja, wenn man wohl noch mehr Erfahrung hat und das dann auch richtig macht. Hab noch kurz mit ihm gequatscht und er meinte, dass er den Kite auch gar nicht vorfüllt, sondern einfach so am Windfensterrand hochzieht und gut ist. So, dann werde ich mich mal jetzt zu meinem Zeug setzen. Und eine kleine Pause machen, mich ein bisschen erholen und mal schauen, was ich dabei habe. Sieht das appetitlich aus. Ja, Nudeln mit Pesto. Gibt's was Besseres? Ja, hat geschmeckt. Bin gestärkt. Und da jetzt der dritte Start für heute. Mal schauen, wie es klappt. Ja, tue mich gerade ein bisschen schwer. Wahrscheinlich zu viel Sand noch auf dem Kite liegen gehabt. Das dauerte dann ein bisschen, bis er sachte sich auch gelöst hat vom Strand. Aber dann, ja, das sah doch diesmal schon richtig gut aus. Fast so schön, würde ich sagen, wie der Sonic 3 eben gerade. So, wir haben noch gar nicht viel mehr Wind und ich habe mich gleich getraut, den Kite durchzulupen. Aber ich habe auch ein anderes Board dabei. Ich stecke jetzt in Schlaufen, fühle mich damit natürlich deutlich besserer und sicherer mit dem Board verbunden und hoffe jetzt noch ein bisschen heizen zu können, Spaß haben, kleine Sprünge zu machen und mal schauen, was sonst so noch geht. Let's rock! Yeah.
So, noch kurz ein paar Schlussworte. Ja, es war heute ein schöner Kai-Tag hier am Steinhuder Meer. Insgesamt eine ziemlich durchwachsene Session, würde ich sagen. Aber nee, kein Kite-Drop, also im Großen und Ganzen eigentlich alles gut gegangen. Der erste Start hat nicht hingehauen, aber gut, die Details werden ja dann im Video zu sehen sein. Hab jetzt alles schon wieder eingepackt, die Matte trocken an den Strand bekommen. Etwas sandig, aber kein Problem, genauso wie die Neoprenklamotten. Ja, erste Session mit dem Directional gefahren. Da war es noch nicht so windig. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich gerade mal ein bisschen über 10 Knoten. In Böen dann aber doch bis 16, so würde ich sagen. Und dann nach der Pause mit dem Twin Tip, ja, da hat der Wind zugenommen. Da waren es, denke ich mal, Grundwind so 14 Knoten und in Böen mit Sicherheit auch über 20 Knoten. Okay, dann werde ich mich jetzt auf den Rückweg machen nach Hönze. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.